Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir stellen euch heute unsere App Points for Ride vor. Wir haben uns erstmal damit befasst, dass es einfach viel zu wenig Motivation, auch durch Apps zum Beispiel, gibt, sich umweltfreundlich fortzubewegen. Also am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad, so heißt auch der App-Name, oder eben auch mit ÖPNV. Deswegen soll die App eben motivieren mit einer Art Punktesystem, solche Verkehrsmittel zu benutzen. Die Idee war, durch eine Bestenliste und durch Challenges eben diese Motivation zu schaffen. Und durch das Punktesammeln schaltet man eben Zusatzfeatures zum Beispiel frei und steigt auf einer Bestenliste weiter auf. Das Endprodukt. Die App enthält momentan eine manuelle Kilometereingabe und ein grundlegendes Punktesystem. Genau, das Programm haben wir mit Dart und Flutter programmiert. Das sind Programmiersprachen, soweit ich weiß, von Google, die vor allem für Android nützlich sind. Als IDE haben wir aber leider keine Software auf dem PC verwenden können, sondern mussten auf eine Online-IDE namens Dartpad.dev umsteigen. Das hat aber auch ganz gut geklappt. Hier zeigen wir euch noch ein paar Screenshots und ein Live-Beispiel. Ja, hier ist nochmal der Code. Genau, das ist. Ja, das ist momentan die App. Hier kann man eingeben, wie viele Kilometer man gefahren ist. Und dann bekommt man, je nachdem, wie viele Kilometer man gefahren ist, Punkte. Und dann soll man auch noch, wenn man auf Aktualisieren drückt, noch ein generelles Punktesystem bekommen, in dem alle Punkte addiert werden. Ne? Ja. Genau, das funktioniert nur gerade noch nicht. Wir bräuchten dafür dann einen Server wahrscheinlich. Das ist also noch etwas, was dann auch folgen soll. So, genau. Damit kommen wir auch schon zum Ausblick. Also weitere Features, die eben noch dazukommen sollen, sind eben eine Bestenliste. Das haben wir eben nicht hingekriegt, weil dafür zu wenig Zeit war und wir einen Webserver gebraucht hätten. Genauso mit den Challenges bzw. GPS-Tracking war auch eine eigentliche Idee. Aber das wäre so irrsinnig kompliziert geworden, das hätte die Zeit dann leider nicht mehr hergegeben. Als Fazit hat es sehr viel Spaß gemacht, zumindest zu versuchen, eine App zu programmieren, auch wenn wir leider unsere eigentliche Idee nicht umsetzen konnten. Aber dafür, dass wir nur zu zweit waren und eigentlich sehr wenig Programmiererfahrung hatten und zusätzlich auch noch mal eine neue Programmiersprache lernen mussten, finde ich, waren wir jetzt sehr gut. Ja. Ja, Sekunde, ganz zu Ende ist noch nicht, gleich können wir gehen. Ich möchte uns nur noch mal kurz vorstellen, das ist der Johannes und ich bin der Benjamin. Wir haben das zusammen entwickelt. Mentor war Henning. Vielen Dank an dich und auch an die anderen Mentoren, unter anderem The One with the Braid, Pascal, Willi und diverse andere, die mal zwischendurch vorbeigeschaut haben. Dankeschön. Ihr habt schon selber gesagt, bleibt noch kurz da. Ihr habt euch das am Anfang etwas anders vorgestellt. Ich habe gelesen von GPS-Tracking. Ihr wolltet eigentlich gerne, dass das automatisiert läuft. Jetzt, wenn ihr so ein Projekt mal versucht habt, von der Idee und dann zu gucken, wie ist es umzusetzen, was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Mit was für einer Lernerfahrung geht ihr hier raus heute? Ja, also es ist halt als Zweierteam eben nicht einfach, sowas auf die Beine zu stellen, vor allem eben ohne diese Erfahrung in dieser Programmiersprache. Ich weiß nicht, ob man eben den Code kurz gesehen hat, aber wenn man vorher in einfachen Programmiersprachen mal kurz gearbeitet hat, ist das halt einfach eine ganz andere Nummer. Ich finde aber schon, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man halt sich etwas Zeit nimmt und ruhig dran weiterarbeitet, dass man schon was schafft. Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass da einfach ein weißer Bildschirm war. Es war ja schon was zum Interagieren da und das ist ja schon mal was. Klar. Das heißt, ja? Gerne.
Das heißt, ich höre daraus, dass ihr beharrlich weitermacht, vielleicht an dem Projekt, vielleicht an einem anderen Projekt? Ja, genau. Also wir haben das auf Git veröffentlicht und wollen da dann auch gerne weiter dran arbeiten. Also mal ein bisschen was am Design vielleicht verändern. Und wenn wir zu Hause sind, nach dem Event, dann hat man vielleicht auch noch mal was mehr Zeit und kann sich in Ruhe ein paar Tutorials dazu anschauen. Und dann soll das schon noch was weiterentwickelt werden. Seid ihr offen für neue Teammitglieder? Ja, gerne. Weil, also man, ja, das wäre eine gute Gelegenheit, jetzt nochmal Werbung zu machen. Also, wer Points to Ride oder Points for Riding oder Points for Ride, das heißt die mittlerweile, wer zu diesem Team hinzustoßen möchte, der kann sich gerne melden. Die Projekte und auch die Links dazu, die kann man später auch auf unserer Webseite abrufen. Dazu erfahrt ihr mehr. Wenn ihr schon bei JugendHackt seid, über Zulip kann man euch finden. Da seid ihr mittlerweile auch. Einfach mal nach Points for Ride fragen und dann werdet ihr schon auf Benjamin und Johannes treffen. Gut, vielen Dank. Ja, danke schön.